Hallo, ich möchte gerne ein paar Tränke haben. Zwei. Die sind so teuer. Dankeschön. Gut. Das Schöne ist, dass man die ganzen Gegner, die da drinnen stehen, nicht alle auf einmal besiegen muss, sondern man kann immer nach jedem wieder rausgehen und kann sich wieder auf fit machen lassen. Ja komm, wir besiegen erstmal den hier. Wir hätten eigentlich auch außen rumgehen können. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Es ist aber noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Hey, das ist dumme Fliege. So, Pfadfinder möchte kämpfen. Pfadfinder setzt Dick da ein. Level 9. Ja, so unterlevelt sind wir da gar nicht. Ah, Tackle. Oh, Volltreffer. Aber sowas von. Wie, meine Attacke ging daneben. Was ist denn Alex? Ein Alex ist Level 8. Tausch. Hornattacke. Vielleicht kannst du ja vergiftet werden. Komm, 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 vergiftet. Oh, hat aber gut abgezogen. Hat er zwei oder drei Pokémon gehabt? Yay! Alex erreicht Level 9! Dafür sind Sandan. Sandan ist auch ein cooles Pokémon. Ja, gerne. Sandan würde ich auch noch nehmen. Das danach heißt, glaube ich, Sandana. Glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, wie das aussieht. Also ich weiß überhaupt jetzt gerade nicht, wie das aussieht. Ui. Donnerschock, bringt das bei dir was? Keine Wirkung. Ja. That is the problem, you know? Dann muss ich den mit Ruckzuck hier platt machen. Ja, einmal noch. Und dann nehme ich einen Trank. Auf Dennis, ja. Ui, es hat noch nicht mal komplett aufgefüllt. Weil ein Trank gibt nämlich nur 20 her. Ich hoffe mal aber, dass wir den irgendwie kaputt kriegen jetzt. Ja, es ist halt echt ziemlich heftig, dass man dann mit so einem Pikachu als Anfänger-Pokémon direkt in so eine Arena geschickt wird, ne? 178 EP. Mist! Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Ja. Hat er gesagt, es dauert Lichtjahre am Anfang? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall heilen wir uns jetzt erstmal. Dann versuchen wir einfach schon Marokko. Marokko. vielleicht kriegen wir es ja hin. Mit Glück. Ich guck mal, dass ich mir noch einen Trank vielleicht kaufen kann. Ein Trant. heilen. Ja, ja, ja. Ich muss niesen. So. Und ich speichere mal ab. Ja. Und wir verziehen uns wieder in die Arena und kämpfen gegen Rocco. Rocco. Ich bin der Arena-Leiter von Marmoria City, Rocco.
Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay. Zeige mir, wie gut du bist. Okay. Rocco möchte kämpfen. Kleinstein. Level 10. Ich glaube, das wird nicht so gut. Wie wenig das mal abzieht. Oh Gott. Okay. Ich versuch's mit Alex. Ist auf jeden Fall ein Level höher. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie vergiften kann. Es zieht zu viel ab. Boah, einfach wie uneffektiv das ist, ne? Ich brauche halt fucking Wasser-Pokémon, aber es gibt's hier ja nicht. Was ist denn mit Tackle? Vielleicht als Zucker, das ist schon mal gut. Ja, ich kann hier leider nur Ruckzuck-Keep machen. Alter! Das kann nicht sein. Ich paralysiere den mal. Ich guck mal, ob das... Geht das? Keine Wirkung, natürlich. Weil wegen Stein. Nee. Ende. Okay, einmal mache ich noch. Ich versuche den. Das gibt eh nichts. Gegen. Nee, Quatsch, nicht gegen gibt. Trank, genau. Hat er nur das Pokémon? Oh, Junge. Wenn ich jetzt sehe, wie wenig das abzieht, ne? Da war ja noch Safcon besser. Naja. Fehl. Okay. Das bin ich tot. Oh, dann Alex, ne? Und ich gebe Alex mal einen Trank. Hat es ja gebracht. Okay, das war gut. Oh, bitte stirb jetzt nicht. Na! Ah! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Gut. Item. Ich muss auf jeden Fall Alex leveln. Oder halt irgendein Pokémon kriegen, was halt richtig rockt. Gegen Rocco. Nee. Mach den Tackle. Wie zieht das denn ab? Tot. Nein. Oh.
Habe ich noch? Nee. Ich kann mich immer versuchen, mit der Karte zu heilen. Komm schon. Oh nein. Tot? Tot. Ah. Nun. Gut. Das heißt fürs nächste Mal, wir müssen uns entweder noch ein anderes Pokémon angeln. Oder Nidoran bzw. Alex ein bisschen leveln. Gut. Ja. Jetzt haben wir 2 Stunden aufgenommen und wir sind kurz davor, Rocco zu besiegen. So halb, würde ich mal sagen. Jo. Ich hoffe mal, dass euch das Let's Play bis hierhin gefallen hat. Ist mal was anderes als sonst. Ja. Gut. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.